Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist heute unser zweiter monatlicher Daily Vlog. Wir haben immer noch keinen Namen dafür. Nein. Wir haben August. Marcel und ich hatten gerade erst Hochzeitstag. Schon unseren vierten. Mhm. Und den haben wir tatsächlich fast vergessen. Den Abend vor unserem Hochzeitstag, so Denise, haben wir morgen eigentlich Hochzeitstag? Oder weißt du, welcher Tag eigentlich morgen ist? Ja. Ja. Ja, jetzt sitzen wir schon wieder im Auto. Wir haben Wochenende. Die Sonne scheint. Letzten Wochen war ja gefühlt nur Regen, ne? Mhm. Also das war schon richtig frustrierend gewesen. Und jetzt diese und nächste, jetzt am Wochenende, nächste Woche sieht es langsam schon wieder besser aus. Hier ist dieses Wochenende in Rothenburg auch Festival. Also wir haben jetzt so ein, ist das Elektro-Festival? Haltet euch fest, ja, Ferdinandsfeld. Und haltet euch fest, heute, ich muss ja heute noch einen halben Tag arbeiten, bis 13 Uhr und um 11.30 Uhr sind die Schützen in der Fußgängerzone aufmarschiert und haben da mit ihrem Spielmannzug gespielt. Oha. Und dreimal in die Luft geschossen. Oha. Mhm. Ist Schützenfest oder so? Hier? Ich habe keine Ahnung. Ich bin da leider nicht im Thema. Ja. Und jetzt fahren wir gerade Richtung Pferden. Nicht zum Magic Park, sondern ich möchte zu Action. Und danach fahren wir Richtung Hamburg und besuchen Freunde. Und wir fahren nicht auf den Dom. Nee, wir machen es uns ganz gemütlich und dann mal gucken, weil die nächsten Wochen steht noch einiges auf dem Plan. Werdet ihr dann sehen und wir nehmen euch so auch mit. Wir verraten noch nichts. Ihr sollt ja auch das Video weiter gucken. Dann seht ihr das. Und dann wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß bei unserem Monatsvlog, Monatstagebuch. So, und halt, stopp, ehe es jetzt wirklich losgeht mit dem Video. Wir haben ein Video für unseren Monatsvlog und den haben wir unserem lieben Zuschauer Thorsten zu verdanken. Vielen Dank. Ja, und wir nennen jetzt unseren Monatsvlog einfach Stoppies Backstage und das ist dann unser monatlicher Vlog, was so zwischen allem passiert. Und vielen Dank dafür und wir bedanken uns auch ganz herzlich für das tolle Feedback im ersten Video. Und jetzt sagen wir, es geht los und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim diesen monatlichen Vlog. Nummer 15, das glaube ich schon. Wir sind jetzt hier in Hamburg mit Mara und Jan. Zwei Freunden, die ihr vielleicht auch noch aus den Polen-Videos kennt. Bei so einem Asiaten. Huang, oder wie heißt das hier? Huang. Und vorher waren wir noch in einem Shisha-Shop. Ich bin ja leidenschaftlicher Shisha-Raucher und da werden wir nachher noch ein bisschen Tabak verkosten. Das riecht auch voll gut, ey. Und das ist auch gar nicht so teuer hier. Irgendwie 25 Euro für alles. Voll gut. So hat man doch einfach die beste Aussicht. Schönen guten Morgen. Genau, schönen guten Morgen. Was ist da los bei dir? Erschwerte Arbeitsbedingungen, Denise? Nein. Das ist hier meine Unterstützung. Das ist hier schon mal Pre-Check. Mhm. Okay. Da genießt noch jemand die Sonne. Hm, mein Schatz? Guck mal, wie gut das aussieht. Passt. Also, ich habe ja hier eine Algenblüte gehabt und jetzt mache ich regelmäßig, also ich habe immer noch eine Algenblüte, regelmäßig einen Wasserwechsel, 30% oder so. Ich hoffe, dass es jetzt in ein paar Tagen dann mal gut ist. Ich habe mir jetzt, habe ich mich im Internet so ein bisschen schlau gemacht. Es gibt sogenannte UV-Klärer. Das ist quasi wie so ein Innenfilter, nur mit UV-Licht. Und das tötet die schwebenden Algen ab. Mal gucken. Guck mal, wir haben einen Mickey-Maus-Fisch. Mehrere. Ja, und das Aquarium bleibt nicht so, habe ich gerade eben so entschlossen. Ich habe mit einem Kumpel, mit dem Sören, den kennt ihr vielleicht auch schon von dem einen oder anderen Video, gerade so ein bisschen Beratschlag, was wir da pflanzentechnisch machen können. Das wird nochmal richtig gut. Mhm. Weil so sieht das ja irgendwie von den Pflanzen her halb tot aus. Mhm.
Und wie man sieht, da sind auch so ein paar Algen mit dran. Ich bin mit meiner Pflanzenausbeute nicht mehr so zufrieden. Ist alles nur noch Wasserpest. Aber Katzenkino. Ja. Ey, Onisi, das machst du richtig toll. Ja, ich weiß. Nicht der Hund macht das toll, sondern du. Ja, ne? Ich bin auch ein Feini. Im Feini, genau. Ich möchte gleich auch ein Leckerli haben. Das kann man sich doch auf der Zunge zergehen lassen. Hallo. Na? Denise hat eine leckere Bolognese gemacht zum Abendessen. Denn wir essen immer abends gemeinsam zusammen. Und was auch natürlich nicht fehlen darf, ist Reibekäse. Gärtner, Vater, Reibekäse. Da steht drauf Parmigiano. Und natürlich müsste auch immer noch jemand mit dabei sein, ne? Hier. Guten Tag. Genau, ne? Immer dabei. Guten Appetit. Wir haben für die Fahrt über eine Stunde gebraucht, 84 Euro bezahlt umgerechnet. Finde ich okay. Wie gesagt, am Ende sind wir ein bisschen günstiger als mit dem Mietwagen unterwegs. Disneyland des Universe. Mit Achterbahn im Blut. Wir gucken unser Hollywood Studio, Disney Hollywood Studio Video Probe, damit ihr das fehlerfreie Produkt bekommt. Naja, nicht, aber zumindest keine groben Fehler, ne? Ja. Ja. Ich schneide schon das nächste Video, den Monatsvlog, und jemand guckt hier mit, ne? Guckst du mit? Ja, der andere pennt, ne? Starbucks, das war voll geil. Ja, ne? Du passt mit auf, ne, Mäuschen? So sieht es hier dann abends gelegentlich aus. Schnurri. Ein Schnurrbärt. Und Schnurri. Nein, das ist Maro. Schnursula und Schnurrbärt. Das ist Maro, der große Bruder. Und das ist Siva, die kleine Schwester. Die sind beide aus einem Wurf. Mag man gar nicht glauben. Ich weiß nicht, ob man ihn hört. Hast du aufgehört, oder wie? Na, Nisi, du bist auch nicht lange allein, ne? Nee, nie. Heute hat mein Papa Geburtstag, dann fahren wir jetzt gleich noch zur Party. Heute ist der 18.8. Und mein Papa kriegt wunderschönes Disney-Prinzessinnenpapier. Das habe ich nicht ausgesucht. Wollt ihr mal sehen, was drin ist? Kann man das von hier oben sehen? Die Katze ist auch schon ganz gespannt. Ja, ich möchte mithelfen, ne? Guck mal, kann man das sehen, ja. So was hat er sich gewünscht für seinen Garten. Verrückt, oder? Und sie! Der Sommer, Sommer ist für alle da. Ein Unikat, so Uni, Uni, Universal. Die Nummer 1 in den Jahreszeitenchart. Ja, der Sommer ist wieder da, ne? Wie viel Grad haben wir schon? 25. Ja, wir sind schon wieder unterwegs, on the road again. Jo. August ist übrigens unser Feiermonat. Wir hatten ja erst gezeigt das Geschenk von Marcells Papa. Dann war gestern Einschulung, also nicht von unserem Kind, sondern von unserem Neffen. Also wir haben noch kein Kind. Und jetzt, also gestern, hatte unser Homepark seinen 45. Geburtstag. Der Heidepark. Und da fahren wir jetzt hin und gucken mal, wo. Du rüttelst hier aber ganz schön rum und gucken mal, was uns da so auf uns zukommt. Wir werden ein paar Leute treffen, ein paar Freunde, die man auch kennt. Und ja. Und dann geht es die nächsten Tage weiter. Weil mein Papa hat noch Geburtstag. Marcel hat noch Geburtstag. Und da fahren wir auch weg und da nehmen wir euch natürlich mit. Weil das wird was Besonderes. Wacht jetzt ab. Und meine Nichte hat auch Geburtstag. Unsere Nichte. Ja, unsere Nichte. Unsere Paten. Genau. Unser Patenkind. So. Genau. Paten, ist eine Patentochter? Patenkind. Okay, Patenkind. Bleiben wir auf Patenkind stehen. Gut. Also überall, wo ich hinkomme, in Bayern sind schon auch Sticky Heimat. Ja, Sticky Heimat. Und natürlich. Ich verfalle ja sofort. Ja, wir wohnen ja auf dem Dorf, Land, wie auch immer. Und da sind auch mal Drecke auf der Straße unterwegs.
Was ist denn da dran? Flug oder sowas. Ich kenne mich da nicht aus. EcoCut stand drauf. Vielleicht kennt ihr euch da aus. Dann könnt ihr das gerne mal unter die Kommentare schreiben. Wolltet ihr nicht schon immer mal an Groot aus Guardians of the Galaxy vorbeifahren? Da ist er! Und die nächste schnell. Geht ein Frozen Panther eigentlich immer, ne? So, es ist der 23. August. Begrüßen euch mal wieder aus dem Auto, denn wir sind mal wieder unterwegs. Denn morgen ist ein ganz besonderer Tag und es ist halt Geburtstag. Und wir machen etwas, was wir schon ganz lange machen wollten, was sich irgendwie immer wieder verzögert hat. Ja, und was machen wir? Wir fahren nach Belgien. Genau. Und jetzt sind wir endlich auch mal auf, wirklich auf dem Weg dahin. Genau. Unglaublich, unser dritter Anlauf. Wir waren ja schon mal in Belgien. Ja, aber wir hatten ja schon öfter mal vor, eine kleine Tour nach Belgien zu machen. Jetzt sind es 2 Tage. Ja, und die letzten mal 2 Versuche, da war immer irgendwas, entweder das Auto kaputt oder einer von uns hat keinen Urlaub gekriegt oder. Aber jetzt sind wir auf dem Weg. Noch sind wir auf der deutschen Autobahn, aber in einigen Stunden verlassen wir Deutschland. Sie. Und wir haben uns in Antwerpen ein schickes Hotel gebucht, das zeigen wir dann euch mal. Bei dieser Kette haben wir auch schon mal geschlafen. Diese Kette hast du auch mal gearbeitet. Ja, für diese Kette habe ich auch mal gearbeitet. Deswegen freue ich mich da auch sehr drauf, dass wir da übernachten. Und wir nehmen euch jetzt so zwischen den Tagen ein bisschen mit, was so hier so zwischen den Parkbesuchen passiert. Es gibt natürlich auch separate Videos wieder. Und ja, sind alleine mal unterwegs. Auch mal was. Ganz selten. Ganz romantisch. Irgendwie jemand von der Familie oder Freunde dabei sind. Ja. Genau, richtig. Ja, und dann feiern wir morgen schön Marcells Geburtstag. Wir wissen jetzt noch nicht, ob wir jetzt morgen ins Plopsa fahren oder ins Walibi. Da wollen wir so ein bisschen spontan gucken, wettermäßig. Wetter ist, weil momentan irgendwie ist jede Stunde das Wetter anders. Und gucken wir spontan, weil unser Hotel, was wir haben, liegt so dazwischen irgendwie. Und deswegen... Warten wir mal ab und wünschen euch ja viel Spaß weiter beim Zugucken dieses Videos. Gut improvisiert. Ja, ich bin ein bisschen kaputt. Es hat einen Feierabend. Ja. Wir sind in Holland, aber in wenigen Minuten verlassen wir Holland und sind dann in Belgien. Hier, dieses Schild bedeutet Grenzübergang. So ein schönes Wort. Ja. Gerade Holland und Belgien muss man aufpassen, weil die hier eine andere Geschwindigkeit. Ja. Gut, die haben hier andere Tempolimits. Genau, richtig. Ja, Belgien. Wir sind in Belgien. Oh. Guck, hier stehen jetzt die Geschwindigkeiten. 120. Marcel! Ja! Happy Birthday! Wir sind im Price Hotel, in dem Hotel, wo Denise mal gearbeitet hat. Und weil ich ja Geburtstag, also jetzt mittlerweile Geburtstag habe, gab es sogar einen Gutschein für Drinks. Und vor die süße Willkommensnachricht und Getränke und was zu snacken. Und ich finde diese Keycards so cool. Das ist so süß. Ach, ich freue mich richtig über dieses warme Willkommen. Das ist echt, und ja. Die Getränke, die ihr seht, auch for free. Verrückt. Ja, nett, ne? Ja. Da auch der Mitarbeiter gerade. Ja, der war wirklich
sehr engagiert. Ja, und er hat, da gibt es auch Self-Check-In, ne? Ja, da hat er uns ja gerade ganz gut mit begleitet. Ja, ne? Das hätten wir auch hingekriegt, aber er hat uns sich da sogar noch zum Fahrstuhl gebracht. Also, und uns noch den Knopf gedrückt für den Fahrstuhl. Ja, also super nett. Also es war schon mal ein sehr warmes Willkommen. Genau. Und ja, ich freue mich schon aufs Bett hier. Die Beleuchtung auch. Du hast hier auch unterm Bett so fürs Gepäck, dass man die Koffer da so drunter verstauen kann. Hinter Marcel ist noch eine Gepäckablage. Und Garderobe. Übrigens, wir sind hier im Price Hotel Antwerpen. Wir sind da gerade durchgefahren, ist nicht so schön. Ich habe auch so ein bisschen Angst um mein Auto, weil wir es an der Straße abgestellt haben und nicht gleich die Tiefgarage gefunden haben. Besonderheit ist auch, du hast hier eine Umweltzone, wofür du dich anmelden musst, was wir rausgefunden haben. Aber hier steht im Zimmer, kannst du es anscheinend auch noch nachträglich machen. Steht hier auch. Das ist immer nachträglich. Ja, haben wir gerade im Auto schon gemacht, völlig, weil ich es nicht wusste. Denise hat schon voll Panik gehabt, mich angemeckert. Ich so, so what? Was kann ich denn dafür? Und ich sollte stehen bleiben, aber ich kann ja nirgends stehen bleiben. Ja, und ja, der Teppich. Stell mal vor, ihr müsst hier, oh Gott, müsst den saugen. Und natürlich noch ein super süßes Badezimmer. Zack. Und Dusche. Schöne Dusche mit großem Duschkopf. Freue ich mich drauf. Hier sind wir jetzt wie viele Nächte? Zwei heute und morgen. Ja, dann können wir morgen uns schön gemütlich an die Bar setzen, wenn wir da sind, ne? Mhm. Ja, jetzt uns Wasser testen. Boah. Sehr gut, ne? Schön, du klar. Hast ja auch, guck mal, eine induktive Ladestation fürs Handy. Wow. Und bei mir ist Apple USB. TV? Ich glaube, ich weiß nicht, da steht LG drauf. Gucken wir mal, dann können wir vielleicht gleich noch mit auf dem Fernseher gucken. Prima. Jo. Jo. Bist zufrieden, sieht gut aus, ne? Ja, auch die Party war eigentlich super entspannt. Kein Stau, kein stockender Verkehr. Was natürlich so ein bisschen zähflüssig ist, ist immer durch Holland. Mhm. Also lange waren wir gar nicht in Holland. Knapp eine Stunde genau, sind wir durch Holland. Wir sind über Venlo rein, glaube ich. Ja. Ja. Und wie lange sind wir jetzt gefahren? Oh gut, ich musste zweimal pinkeln. Ja, 5 Stunden waren schon. Ja, aber gegen 7 sind wir los. Mhm. Ja, 5 Stunden. Ja. Jetzt ist es kurz nach 12. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht war kurz, aber richtig schön. Oh, Marcel ist noch im Badezimmer. Und ich warte darauf, dass er fertig ist, dass wir zum Frühstück können. Denn das Frühstück hier ist richtig geil. Vielleicht mache ich 1-2 Aufnahmen. Je nachdem, wie viele Menschen da sind. Ansonsten gucken wir natürlich immer, dass wir es lassen. Aber ja, jetzt habe ich Bock. Und ich habe gerade gesehen, wir sind eigentlich, unser Zimmer ist direkt Richtung Hauptstraße. Man hat überhaupt nichts gehört. Wie auch ihr jetzt hört, man hört nur die Klimaanlage. Also, ja. Und dann geht's weiter. 1,5 Stunden nach Plopsa de Panne. Und ich freue mich. Guten. Ich habe mir selbst noch die Pancakes gemacht. Du hast denen die schon gezeigt. Mhm. Ja, ist doch verrückt. So, guten Appetit. Guten Appetit. So, wieder aus dem Auto. Wir haben jetzt gefrühstückt. Wie war dein Geburtstagsfrühstück? Schön süß. Also, ja. Es mögen ja die Belgier und Franzosen und Niederländer irgendwie alle so ein bisschen. Ja, eher so die süßen Leckermäulchen. Ich bin ja eher der herzhafte Typ beim Frühstück, aber für Marcel war das richtig gut. Mit Pancake-Automat, dafür ist ja Price Hotel auch bekannt. Und was auch immer. Ich hatte sogar ein kleines Geburtstagsküchlein gekriegt. Also, gab es auch ein Frühstücksbuffet. Habe ich selbst gebacken. Und jetzt fahren wir nach Plopsa de Pan. Das ist knapp 1,5 Stunden vom Hotel entfernt. Und ja, bin sehr gespannt. Also wir freuen uns richtig auf den Ride to Happiness. Also da. Ich bin sogar ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein, Ride to Happiness. Weil Spinning Coaster und ich sind ja eigentlich nicht so die Freunde. Und der Ride to Happiness ist ja ein Extreme Spinning Coaster mit Abschuss, drehenden Gondel, Überschlägen. Ja, ich bin auch super gespannt, weil ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie sich diese Bahn anfühlt. Aber
sie soll sehr gut sein, was wir schon so gesehen und gehört haben. Und ja, und Tickets haben wir uns online gekauft. Ich hoffe, wir kommen in den Park, weil ich habe das über so eine, wie heißt die, GoToWin, falls es eine andere Seite ist, schreibe ich es nochmal rein oder ich verlinke euch das mal. Da kann man Tickets sozusagen ersteigern, aber nicht wie bei eBay, sondern so eine offizielle Seite, wo du günstiger an Tickets rankommst. Da habe ich jetzt für 2 Tickets 53 Euro bezahlt. Aber soweit ich gesehen habe, gibt es auch teilweise mal Rabatt-Tickets für über Coupon oder ich glaube mit der Efteling-Jahreskarte gibt es sonst auch 40% auf den Eintritt. Was kostet denn der normale Eintritt? Der normale Eintritt sind glaube ich 48,50. Also haben wir da ordentlich gespart, wenn wir dann mit den Tickets auch reinkommen. Sonst machen wir Ramazamba. Sonst mal gucken. Muss ich nochmal neue kaufen? Ich hoffe ja nicht, aber schauen wir mal. So, jetzt haben wir noch 130 Kilometer. Fahren die gerade bei St. Niklas vorbei. Ja. Unser Französisch wird nicht das Beste. Naja, die können hier auch Niederländisch und wenn, können wir Englisch. Und ich hasse diesen Verkehr hier, das ist alles so. Das ist ja gerade... Gerade die Ampelsituation hier war ein bisschen... Ja. Eine große Kreuzung und du hast 2 Spuren gerade gehabt und eine rechts und die Ampel war einfach nur eine kleine auf der rechten Seite. Ja. So. Muss man aufpassen. Ja. Aufpasse! Ja. Aber ich bin nicht rübergefahren, ich hab's gesehen. Ja, wir haben übrigens gratis am Hotel geparkt. Die haben uns eine Tiefgarage, die glaube ich 18 Euro kostet. Aber wir haben einen Parkplatz am Hotel gehabt. Wir hatten ein bisschen Angst, weil irgendwie die Umgebung, ja, auf gestern Abend sah sie nicht so einladend aus. Aber naja, Auto ist noch ganz und wir haben nichts bezahlt fürs Parken. Weil Parken ist ja auch nicht günstig. In Depan kostet es, glaube ich, was waren das? 15 Euro. 15 Euro. Ich glaube, in Niederlanden und sonst wo ist auch immer Parken einfach teurer als bei uns. Wir haben hier übrigens noch deutsches Radio. Ja, weil ich mit dem Handy mich per Bluetooth mit dem Auto verbunden habe und das über TuneIn laufen lasse. Ah, gut, ich dachte. Gerade den Park verlassen, gerade im Auto und im Parkplatz untergefahren. Was ist? Die Welt geht unter. Uns hat man den ganzen Tag, also morgens war noch nass, ne? Ja. Aber jetzt hatten wir richtig Glück und sonst war trocken und jetzt, ja, hier perfekt ab. Glück gehabt einfach. Jetzt fahren wir wieder 1,5 Stunden knapp nach Antwerpen. Nach Antwerpen, wieder zurück zum Hotel. Und da gibt es einen Drink, ne? Ja, da gibt es ja. Es gab ja vom Hotel ein Geburtstagsgeschenk, ein Gutschein für 2 Drinks, können inklusive Alkohol steht drauf, also das gönnen wir uns. Vielleicht gibt es da irgendwas Geiles, ne? Ja. Und den Abend ausklingen lassen, genau. Ne? Ich habe mir jetzt so ein typisch antwerpisches Bier genommen, das hat 8%. Wow. Es riecht sehr hefig, wie so ein Hefeweizen, ja, riecht das, ne? Guck mal, wie schön dieses Glas ist. Ja, ne? So mit der antwerpischen Skyline, schon sehr cool. Ja, ich habe ein Frauenbier, irgendwie fruchtig. Ich finde das auch sehr witzig serviert, so mit Eiswürfeln. Ja, ein schönes Glas. Ja, halt ein Frauenbier, ne? Eher fruchtig. Genießen wir es jetzt noch? Ja. Prost. Prost. Wenn du anstößt, musst du auch trinken. Jetzt kommen wir gerade aus dem Fahrstuhl und gehen zu unserem Hotelzimmer. Das ist der Flur, wo wir wohnen. Alles sehr lila und gelb.
Und dann noch hier rechts. Ach, Frau Stopp ist schon weg. Wir sind echt am Ende des Gangs. Ta-ta-ta-ta. Man hört nichts von den anderen, ne? Auf einer Straße hört man nichts. Gar nicht. Super, die Türen sind auch super dick. Ja, sag mal, was kostet denn der Spaß hier? Ab 64 Euro pro Nacht kostet das. Je nachdem Nachfrage, Verfügbarkeit, Events, kann der Preis auch mal variieren, wie bei so einer Flugreise. Ja. Frische kostet 11 Euro pro Person. Hat sich der Preis nicht geändert? Ich weiß gerade gar nicht. Ich 11 Euro pro Person. Und parken gibt es auch noch eine Tiefgarage. Aber hier hast du vorm Haus oder hinterm Haus auch kostenfreie Parkplätze. Und wir hatten jetzt beide Tage Glück. Ja, und haben die 15 Euro gespart. 18 Euro, glaube ich, sogar. Überleg mal, für beide Nächte 36 Euro. Guck mal, haben wir einfach so gespart. Da ist fast ein T-Shirt vom Ride to Happiness mit drin. Ich habe einen Magneten gekauft. Stimmt, für 15 Euro, ja. Ja, ist ein 2 Sterne Plus, kannst du überhaupt nicht sagen. Und das Frühstück ist auch lecker. Ja. Markennennung, Mentos mit Orangenbrausengeschmack. Das Tolle ist ja auch, man sieht aus unserem Zimmer das Auto und wie Frau Stopp was vergessen hat. Wie sie da im Auto erstmal was rausholt und sucht und sucht und sucht. Sie sucht immer noch. Sie wollte die Action Cam holen, weil wir uns angucken wollten, wie die On-Rides von heute aus dem Park geworden sind. Jetzt hat sie das Auto zugemacht und sie kommt. Na, wie war? Da saßen drei komische Typen unten und haben mich angegafft. Und hast zurückgegafft? Nee. Schnell vorbei. Hättest du mal gemacht. Und hast die Action Cam gekriegt? Sie. Perfekt. Du warst jetzt so faul. Nee, ich habe mir den Fuß gestoßen und den Zeh gebrochen. Also, er tut auf jeden Fall weh. Ich habe ihn gestoßen und er tut echt weh. Wärst du mal runtergegangen und hättest es geholt, dann hättest du nicht den Zeh gestoßen. So, nochmal, jetzt haben wir hier einen französischen Sender. Und wie du da guckst, das erste NDR, RAD, WRD. RAD. RTL, Sat1. Jetzt gehen wir mal auf RTL. Das ist jetzt ein Profi-Effekt, ne? Aber eigentlich hat das keinen großen Einfluss. Der tauchte gerade. Dankeschön, Gordian. Da. So, unser Auto ist noch da. Wie, Schatz? Denise und ich fallen in unseren Disney-Outfits. Jetzt gehen wir zum Frühstück. Beziehungsweise ich bin auch einmal kurz ins Bad und dann zum Frühstück. Und dann geht's schon weiter zum Walibi Belgien. Und dann geht's heute Abend knapp 5 Stunden wieder nach Hause. Zum Glück habe ich morgen noch frei. Und du, Denise? Kein Kommentar. Du darfst fahren. Ja, mir doch egal. So. It is how it is. So, Frühstück wieder Nummer 2. Das letzte von den beiden. Mhm. Die Pancakes haben es dir angetan, ne? Ich fand die gestern heute ganz cool. Ich habe heute ein Eist Latte Macchiato. Mal gucken, ob der schmeckt. Warm. Eist eigentlich nicht. Ja, guten. Ach ja, ich bin immer so gestört, wenn ich in einem Hotel schlafe. Ziehe ich immer das Bett ab, weil, ja, ich mal denke, das Housekeeping hat so viel zu tun. Wir haben zwar dafür bezahlt, aber ich ziehe mal das Bett ab. Jetzt geht's zur Oper. Lustig. Verrückt. Tunnel, der auch gleich eine Tiefgarage ist, der eine Tiefgarage für die Oper oder fürs Theater hier hat. Verrückt. Mhm. Fühlt sich auch irgendwie falsch an. Ja, gestern dachten wir noch, wir sind falsch gefahren, ja. Müssen jetzt in die Oper gehen. So, jetzt fahren wir knapp eine Stunde. Und 70 Kilometer. Nach Walibi. Ja. Also man fährt an Brüssel vorbei. Brüssel ist übrigens die Hauptstadt von Belgien.
ist der Monat schon fast wieder vorbei, ne? Ja. Ja. War ein cooler Monat. Anstrengend, aber kurz. Anstrengend, aber lang. So. Ja, und da ist schon fast September, ne? War ein ereignisreicher Monat. Ich hatte Geburtstag. Ich bin in Ride to Happiness gefahren. Dein Aquarium ist wieder schön. Mein Aquarium ist wieder schön, genau. Sören und ich wollen da auch immer noch mal wahrscheinlich im September eine große, große Umgestaltungsaktion machen. Also so wie das jetzt ist, finde ich es ja nicht mehr so schön. Und Sören und ich machen da ein richtiges Makeover. Sören ist ja mein Aquaristikfachmann des Vertrauens und der macht das mit mir. Mensch, dann guck mal, wer ist hier. Hallo! Es ist ein Donnerstagnachmittag. Das Wetter spielt auch wieder richtig gut mit. Und da haben Denise und ich gedacht, weil wir Nachmittag heute frei haben zusammen, dass wir zu Dodenhof fahren. Dodenhof. Dodi. Dodenhof ist hier nicht weit von uns. Und werden da mal ein bisschen bummeln. Vielleicht auch nochmal in die Zoohandlung da gucken. Weil ich muss mir ja Gedanken machen, was ich noch für Fische in mein Aquarium reinsetzen möchte. Wir sagen übrigens Dodi dazu, Dodi. Du sagst das dazu, ich sag das. Alle sagen das hier. Kenne ich nicht. Denise, willst du gerade ein bisschen Geld ausgeben? Nein, nur gucken. Nur gucken, nur mal bummeln, hä? Mhm. Ja, Denise guckt immer ganz gerne nach Glätteisen. Gerne mag sie das auch von Dyson, aber das ist ihr ein bisschen zu teuer. Vielleicht findet sich ja über dieses Video ein Sponsor. Frech du bist. Also, ich habe ja vor einigen Tagen gesagt, dass mein Aquarium trüb ist und dass ich mich da so ein bisschen ransetze und so. Und jetzt ist es endlich wieder klar. Wow. Ich zeig's euch, wartet. Da, wow. Ja, es ist immer noch ein bisschen grün, aber das kommt davon, weil die Pflanzen so viel Licht abkriegen, dass das Wasser dadurch grün wird. Aber es ist nicht grün. Wie schön man da auch jetzt die Red Fire Garnelen ganz gut erkennt, wenn da der Plati und die Neonsalen dann nicht hervorhuschen, ne? Wunderschöne Tiere, nicht wahr? Guck mal. Denise sagt, ich soll das Ende machen, weil Denise sich nicht schön findet, aber ich finde Denise immer schön. Sie ist eine wunderschöne Frau, sie zeigt mir gerade Stinkefinger. Ist Liebe nicht toll? Ja, wir haben jetzt Ende August, sprich, unser zweiter Monatsvlog geht zu Ende, der ja mittlerweile auch einen Namen hat. Dann hoffen wir euch, hat der Monat das Video mit uns gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach ein Like, ein Abo da. Ihr wisst Bescheid, Denise ist am Träumen. Also schön, Monat noch, Tag noch, bis wir uns wieder im September sehen.